Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Knusper, Knusper, Knäuschen. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Knusper, Knusper, Knäuschen, das Hänsel- und Gretel-Spiel. Einige von euch haben sich das Video gewünscht. Jetzt wird es auch Zeit, es nachzuholen. Jetzt stelle ich euch das Spiel vor. Es ist erschienen bei Jumbo. Es ist ab 4 Jahre, also wieder mal was für die Jüngeren. In der Playlist ab 4 Jahre findet ihr auch diverse Spiele ab 4 Jahre und direkt für Vierjährige. Es geht 15 Minuten, ist für 2 bis 4 Personen. Und es ist ein Laufspiel, ein Sammelspiel. Und das Ganze verknüpft natürlich mit einem wunderschönen Häuschen, Plastikhäuschen. Und das Ganze müsst ihr nur noch bestücken mit 2 Batterien. Und im unteren Bereich müsst ihr das dann einschalten. Das demonstriere ich euch jetzt gleich. Und die Aufgabe ist es natürlich von euren Figuren, Hänsel oder Gretel, hier diese wunderschönen Leckereien zu sammeln. Alle 4 unterschiedlichen Leckereien müsst ihr sammeln, um letztendlich das Spiel zu gewinnen. Naja, aber die Hexe, die steht uns natürlich auch im Weg. Und die Hexe wird am Anfang erst einmal aktiviert. Es gibt da mehrere Sprachausgaben. Je nachdem, wie ihr den Schieber hinstellt, merkt ihr, oh, doch andere Sprache müsst ihr anders auswählen. Ich schiebe jetzt mal einfach die 2 und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Ich höre Kinder. Ja, das war's auch schon. Die Hexe ist also aktiv. Die wartet ja nur darauf, ja, quasi aus ihrem Häuschen heraus zu springen. Und wir haben unsere Figuren, die wird jetzt einfach mal so platziert auf die einzelnen Felder gelegt. Und letztendlich wird dann einfach gewürfelt. Die Würfelzahl gibt dann an, was ihr euch von diesem Häuschen nehmen dürft. Noch nicht gleich, ihr müsst noch eine kleine Prüfung dann unternehmen. Landet ihr auf einem Feld, wo belegt ist, überspringt ihr einfach das Feld. Landet ihr auf so einem Feld, wo eine Hexe hinterlegt ist, dann könnt ihr von Mitspieler klauen. Und so sammelt ihr natürlich die unterschiedlichen oder die 4 unterschiedlichen süßen Dinge, die es hier gibt. Landet ihr auf einem Tauschfeld, wenn es dann später frei ist, dann könnt ihr quasi doppelte, ja, Süßigkeiten abgeben, wieder an das Häuschen machen und schnappt euch die Süßigkeit, die euch dann beispielsweise fehlt. Landet ihr auf einem Feld, dann müsst ihr allerdings noch eine kleine Prüfung hinterlegen. Weil letztendlich, wenn ihr dann auf so einem Feld landet, dann nehmt ihr erst einmal quasi das hier raus, das ist so drauf gesteckt. Und das lässt sich dann auch wieder super quasi draufstecken. Aber wenn ihr dann auf so einem Feld seid, dann müsst ihr erst einmal schauen, ob die Hexe euch nicht bemerkt. Und das müsst ihr jetzt quasi hier draufstecken. Okay, die Süßigkeit gehört also mir. Die Hexe hat nichts gemerkt. Ja, landet später noch ein Spieler oder eine Spielerin auch auf so einem Feld. Hier beispielsweise. Ja, dann wird es Zeit. Komm, das probiere ich jetzt auch. Ich nehme die gleiche Süßigkeit und stecke sie dann quasi hier drauf. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbelt an meinem Häuschen? Das war natürlich jetzt nichts. Das hat nicht funktioniert. Das heißt, bloß zurück, das bekomme ich natürlich nicht. Und so funktioniert das Spiel letztendlich. Ich sage euch gleich nochmal, wie das Ganze im Hintergrund dann abläuft, warum, wann es herausspringt. Aber letztendlich sammelt ihr dann die 4 unterschiedlichen Süßigkeiten und wem das dann gelingt, der oder diejenige hat das Spiel gewonnen. Und damit bin ich auch beim Fazit wirklich schnell erklärt und schnell präsentiert. Ihr wisst, je nachdem, ob das Spiel was für euch ist, ich sage es euch noch gleich, was die Süßigkeiten angeht, wie das dann aktiviert wird. Aber letztendlich eine große Verpackung mit dem Häuschen, Plastikhäuschen, mit dem Material. Aber wirklich, die Regeln sind sehr einfach, sehr schnell dann auch durchaus gespielt. Aber es ist auch ein Kinderspiel ab 4 Jahren mit einem schönen Element, mit der Hexe. Aber da müsst jetzt ihr natürlich berücksichtigen, abhängig vom Kind, ob das Kind vielleicht jetzt Angst hat vor der Hexe oder sich oder vielleicht das Ganze ganz witzig findet. Da kann es natürlich durchaus verschiedene Aspekte geben. Das müsst ihr letztendlich ja auch beurteilen. Spielzeit recht kurz, 15 Minuten, länger spielt ihr nicht. Meistens bei uns so 10, 15 Minuten länger hat man nicht gespielt. 2 bis 4 Personen könnt ihr super spielen, unabhängig von der Spieleranzahl. Das Ganze lässt sich auch wirklich sehr schnell einrichten. Die Batterien, das ist einmalig mit den 2 Batterien. Die sind nicht enthalten, die müsst ihr drauf machen. Und hier letztendlich dann auch
den Einschalter, das heißt, wenn er das wieder ausschaltet, dann einfach zurück auf Off. Es gibt quasi Englisch und Deutsch als Sprachausgabe. So, jetzt aber das Element, weil letztendlich hat man ja so einen Stift und auf diesem Stift wird dann letztendlich, wenn man das andere, wird dann letztendlich, ich habe es jetzt aber ausgeschalten, aber das spielt keine Rolle, wird das quasi drauf gesteckt. Und wenn man sich jetzt hier mal die zwei anschaut, ich muss glaube ich ein bisschen näher halten, ich hoffe, man sieht es. Oh, es funktioniert auch vom Zoom. Wenn man sich die beiden jetzt hier anschaut, dann merkt man ja, die Löcher sind unterschiedlich groß. Deswegen, wenn ihr das öfter spielt, dann schaut ihr natürlich nicht direkt drauf. Man kann sich's je nachdem merken, dann auch, wenn man es wieder zurücksetzt. Aber man nimmt sich quasi und steckt es dann drauf. Und das eine hat etwas größeres Loch, das andere etwas kleinere. Und das mit dem größeren Loch, da wird die Hexe nicht aktiviert. Da springt es also nicht raus. Bei dem kleineren Loch, das könnt ihr jedes Mal machen. Die springt jedes Mal raus. Das als kleine Information für euch. Ansonsten, was den Aufbau angeht und die Vorbereitung angeht, es lässt sich super draufstecken. Wirklich sehr schnell, auch was den Würfel dann angeht. Man hat hier wenig Elemente und kann recht zügig damit beginnen. Hier unten wird das Häuschen noch drauf platziert. Ihr könnt das auch daneben stellen. Wobei das hält auch, wenn ihr das einmal macht, so ein Stift. Und da wird quasi das Haus dann einfach drauf platziert. Aber mehr gilt es nicht zu beachten. Ein schnelles Spielchen und ist ja vielleicht auch was für euch. Ich denke, aufgrund der Informationen und des Videos wisst ihr jetzt durchaus, ob das jetzt je nachdem für das eine oder andere Kind was ist. Große Verpackung sieht optisch auf jeden Fall schon mal ganz hübsch aus, durchaus spannend aus. Gerade solche Spiele mit solchen elektronischen Komponenten sind ja auch sehr beliebt. Klar, Hexenthema mag nicht jedes Kind, aber das wisst ihr jetzt wahrscheinlich selber, ob das auch was für euch ist. Das zu allen Infos. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.